Sodom und Gomorra werden zerstört. Sechster Teil der Geschichte Abrahams. Das ist Abraham. Er lebte vor etwa 4000 Jahren und ist dafür bekannt, dass er Gott vertraute. Abrahams Neffe Lot lebte mit seiner Familie in Sodom. Er saß gerade am Stadttor, da kamen zwei Botschafter Gottes, die auch Engel heißen, dort vorbei. Lot ging auf sie zu und lud sie zu sich nach Hause ein. Sie wollten erst nicht mitkommen, aber er drängte sie, weil er wusste, dass es in der Stadt gefährlich war. Als sie in seinem Haus waren, kamen viele Bewohner der Stadt, die mitbekommen hatten, dass Lot Gäste hat, zu seinem Haus. Sie schrien: Lot, gib uns deine Gäste raus! Wir wollen sie vergewaltigen! Lot ging vor die Tür, um seine Gäste zu schützen. Nein, sie sind meine Gäste. Ich habe zwei Töchter. Die kann ich euch stattdessen rausgeben. Doch sie gingen nicht darauf ein, stießen Lot zur Seite und versuchten ins Haus zu kommen. Lots Gäste zogen ihn ins Haus und verschlossen die Tür. Durch Gottes Kraft wurden die Männer vor der Tür blind. Nimm deine Familie und verlasse die Stadt. Gott hat vor, sie zu zerstören. Lot zögerte. Aber die Engel nahmen ihn, seine beiden Töchter und seine Frau an die Hand und gingen mit ihnen aus der Stadt. Vor dem Tor ließen sie sie los und befahlen ihnen: Lauft um euer Leben, schaut nicht zurück. So taten sie es. Während sie davon liefen, fiel Feuer vom Himmel und die Städte wurden zerstört. Lots Frau aber drehte sich um und wurde zu einer Säule aus Salz. Etwas später schaute Abraham von einem Berg aus auf die zwei Städte. Sie waren komplett zerstört. Dort, wo sie waren, stieg nur noch Rauch auf. Die einzigen, die das überlebt hatten, waren Lot und seine zwei Töchter.